Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei timetodo.ch. Wie Sie alle wissen, ist montags immer unser Thema Körper, Geist und Seele. Die letzte Woche hatten wir hier zu Gast den Wasserspezialisten Matthias Ment. Der kommt auch wieder. Das gibt noch eine ganze Reihe Fortsetzungen, wo wir vermitteln wollen, wie er so schön sagt, dass 70% des Körperinhaltes wichtig ist als 30, und leider bestehen wir zu 70% aus Wasser. Wäre das nicht so, dann wären wir so wie eine Ritterrüstung, aber es ist gut, dass es so ist. Heute, bevor ich in mein Thema einsteige, möchte ich mich nochmal für zwei Dinge bedanken. Erstens für die vielen PowerPoints, die ich immer zugeschickt bekomme. Und da haben wir natürlich immer was dabei, was zum Sendungsthema passt. Und zum anderen viele Hinweise, die ich bekomme von Zuschauern, die aufmerksam die Sendung mitverfolgen und dann sagen, Mensch, schau mal da oder schau mal dort, oder schicken mir zu einem Thema, was Sie interessiert, auch noch viele Beiträge. Das finde ich ganz hervorragend, das ist auch schön. Tun Sie das ruhig weiterhin, schicken Sie mir Dinge, die Sie auch selbst interessieren oder wo Sie sagen, da wäre es auch mal nötig, eine Sendung darüber zu machen. Wir haben da ja einiges Neue in Vorbereitung und es wird toll, auch was andere Thematiken betrifft. Meine Damen und Herren, bevor ich mit dem heutigen Thema Körper, Geist und Seele, heute geht es mehr um das Thema der Ernährung, also die anderen 30%, und da gibt es so viel Halbwissen oder so viel Unwissen oder wo Sie selbst wissen, wo das Problem ist. Heute wird alles dem Profit untergeordnet. Was bedeutet das, es wird dem Profit untergeordnet? Das bedeutet, Sie bekommen nicht die Information, die für Sie am besten ist. Nein, Sie bekommen die Information, an der letztendlich am meisten verdient wird. Das erleben wir bei unserer Nahrung am schlimmsten mittlerweile. Wir haben keine natürliche Nahrung mehr. Sie erinnern sich an den alten Satz, Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein, Heilmittel sollen eure Lebensmittel sein. Das ist sogar heute verboten, wenn in Lebensmittel ein Stoff drin ist, der eine Reaktion erfolgt, dann ist das verboten. Ja, so schizophren das klingt, eigentlich hat die Natur alle Stoffe, die unser Körper braucht, um zu gesunden, hat die Natur in den Lebensmitteln eingebracht. Sie wissen heute das Thema Mineralstoffe, es gibt schöne Aufstellungen, Vitaminen und so weiter. Andere Wirkstoffe, im Ayurveda ist das allbekannt. Hier scheint das nicht so zu sein. Hier will man sogar über Verfügungen den Inhalt von natürlichen Kräutern und natürlichen Substanzen versuchen zu verbieten, dass wir Industrie, Chemie und Pharmazie ausgeliefert sind. Ich bin da ganz anderer Meinung und ich predige das auch immer wieder. Ernähren Sie sich so natürlich, als es irgend geht, denn Ihr Körper ist kein Chemiebaukasten, sondern ein natürliches, humanoides, mechanisches, elektrisches Wasserkraftwerk. Und wenn Sie sich das zu Gemüte führen, dann wissen Sie, dass bestimmt Stoffe, die in unserem Körper nicht bekannt und nicht vorgesehen sind, auch unser Körper nicht erkennt. Das heißt, das ist einmal die materielle Seite, die Seite der Materie. Nun schauen wir auf die andere Seite. Was ist denn mit der feinstofflichen Seite? Was ist denn mit der Seite der Schwingungen? Die ganzen Jahre beschäftigen wir uns mit Materie und überlegen, was wir alles hinein und hinaus filtern können, was in Lebensmittel drin ist. Entscheidend ist heute, dass wir die Möglichkeit haben, diese Stoffe zu löschen. Löschen bedeutet, stellen Sie sich vor, ich nehme einen Computer. Der Computer besteht immer aus zwei Komponenten, aus der Hardware und aus der Software. Stellen Sie sich vor, die Hardware ist die Materie und die Software ist der feinstoffliche Bereich. Also niemand kann mit einem Computer und ein Computer ohne von sich aus schon gar nicht etwas anfangen, wenn er nicht mit einem Betriebssystem, mit einer Software, mit Programmen beladen ist. Was bedeutet das denn für unseren Körper? Wenn wir es schaffen, die Informationen zur Materie zu löschen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben einen Giftstoff im Körper, der aus irgendwelchen Rückständen, ob das Pestizide sind, Arzneimittel oder wie auch immer, besteht. Der übt eine gewisse Information aus. Wir wissen,
dass Wasser und unser Körper, wie gesagt, 70-80%, bei Säuglingen mehr, bei älteren Menschen weniger, überträgt am besten Informationen. Das heißt, Masaru Emoto hat uns schon gezeigt mit dem Thema das Gedächtnis des Wassers, dass Wasser Informationen aufnimmt, dass Wasser diese transportiert und es unterscheidet nicht. Es gibt im Wasser kein Gut oder Böse, es gibt auch im Wasser keinen Richter. Nein, das Wasser nimmt die Informationen, die es bekommt und transportiert es weiter. Also stellen Sie sich vor, wir hätten die Möglichkeit, diese Informationen zu löschen. Dann hätten wir einen großen Vorteil. Wir müssten über Ausleitprozesse einfach noch den Materiemüll aus dem Körper bekommen, aber unser schlimmster Feind, die Information, die alles beeinflusst, wäre nicht mehr vorhanden. Es gibt zwar immer noch Unkenrufer, und da werde ich nochmal ein separates Thema dazu machen, zu dem Thema Übersäuerung. Heute, wie gesagt, ich habe mich mit vielen Medizinern unterhalten, die sagen, dass alle, wenn auch noch hinter vorgehaltener Hand viele, dass diese Übersäuerung, das heißt säurelastige Ernährung, das werden Sie in diesem Sendungsthema auch sehen, für uns eine ganz, ganz schlimme Konsequenz hat. Denn unser Immunsystem, was eigentlich dazu da ist, um Eindringlinge, die in den Körper gelangen, Viren, Bakterien, alle diese Dinge und die nicht hineingehören, ich rede hier nicht von Darmbakterien oder Ähnlichem, nein, Dinge, die nicht in den Körper gelangen, die hält es auf. Das Immunsystem ist genau das, was unsere Abwehr ist, was an den Grenzen unseres Organismus sich aufhält, in Verbindung steht. Sie wissen, wenn Sie sich verletzen, kommen zuerst die weißen Blutkörperchen, schließen alles das ein, was nicht hingehört. Ist da ein böser Bube dabei, kommt das Immunsystem dazu und versucht ihn zu vertreiben bzw. ihn unschädlich zu machen. Wenn aber Ihr Körper eine Säureproblematik hat, das heißt, wenn Sie sich einseitig ernähren, Ärger, Alkohol, Zigaretten, diese ganzen Dinge tragen dazu bei, dass der Säure-Base-Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, weil so reißen Sie sich das Fundament des tollen Stoffwechsels zusammen. Wir werden uns damit mehr beschäftigen. Ich werde Ihnen Links und Hinweise geben, wo Sie nachlesen können, dass das, was ich sage, kein Unsinn ist, sondern dass das wohl begründet ist. Auch, wie gesagt, werde ich Ihnen dann die Seiten nennen, die da natürlich dagegen agieren. Warum agieren sie dagegen? Je kränker der Mensch, desto mehr ist er ein Geschäft. Das sehen wir heute. Überall lese ich, das habe ich schon mehrmals gesagt, wie die Pharmaindustrie ihre Umsätze steigert. Ich sage den Menschen immer, der Aktionär, der da Aktien besitzt, der jubelt noch. Das macht nur keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Stellen Sie sich vor, wenn immer mehr Menschen krank werden, weil das ist das logische Ergebnis, wenn immer mehr Medikamente produziert werden, dann kippt irgendwann die Schere zwischen krank und gesund. Und wer erhält das Bruttoinlandsprodukt? Wer ist der, der im Prinzip die Beiträge bezahlt? Das sind Menschen, die gesund sind und arbeiten können. Wird unsere Gesellschaft immer kränker, fällt das Leistungsniveau, es fällt das Bruttoinlandsprodukt zusammen und irgendwann ist das alles nicht mehr finanzierbar. Heute stöhnen schon die Kassen über die vielen Belastungen. Wollen wir es bei diesem Punkt belassen und jetzt schauen wir uns mal an zum Einstieg, was ich Ihnen da mitgebracht habe, wo die Basis allen Lebens, wo der Ursprung ist. Denn bevor wir uns um einen Teilaspekt kümmern, sollten wir erst einmal wieder den Ursprung begreifen. Ich starte das mal, schauen Sie einmal hier.
Jetzt kannst du umschalten. So, meine Damen und Herren, vollkommen geräuschlos. Ich glaube, es war auch nicht nötig, dazu noch Musik zu hören, denn welche Musik hätte man denn dazu machen? Ich schaue mir sowas immer sehr bewusst an und nochmal danke an den Zuschauer, der mir diese Präsentation geschickt hat, denn ich sehe daran immer ein paar Dinge, die wir vergessen haben. Wir haben vor allen Dingen den Respekt in vielen Dingen verloren. Den Respekt vor der Natur, den haben wir anscheinend schon lange verloren. Für uns ist sie mittlerweile Handelsgut geworden, egal in welchem Bereich. Ist es eine Basis unseres Profits? Tiere sind für uns nicht die Begleiter des Menschen und sind für uns nicht teilweise Nahrungsmittel, dass wir respektvoll zu behandeln haben. Nein, sie sind für uns Versuchstiere. Auch dazu, meine Damen und Herren, gibt es erschreckende neue Informationen in einer der folgenden Sendungen. Sie sind für uns nicht mehr Begleiter. Nein, auch dort sind sie für uns mittlerweile Arbeitstiere geworden. Schauen Sie in andere Länder, nach Südamerika oder nach Afrika oder nach Indien. Und wie gesagt, auch den Respekt vor den Menschen haben wir verloren. Das heißt, wir haben uns von unserer Natürlichkeit entfernt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben, denn wie gesagt, wir vergessen da auch wieder eins. Wir sehen nur die Materie, wir vergessen das ganze Thema der Schwingungen. Wir vergessen das ganze Thema, was letztendlich auch die Basis unseres Seins ist. Und wenn wir heute die anschauen, die anscheinend über unsere Gesundheit wachen sollen, dann erschrecken wir, denn auch dort bewegt sich vieles in die falsche Richtung. Eine gesunde Ernährung, meine Damen und Herren, ist die Basis jeglichen gesunden und erfüllten Lebens. Wenn Sie sich nicht mehr gesund ernähren können, bekommt Ihr Körper nicht mehr die Menge an Nährstoffen auf natürlicher Basis, die er benötigt, um problemlos funktionieren zu können. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe lange, lange Zeit verbracht mit vielen Medizinern, mit Naturärzten, Homöopathen, Heilpraktikern, mich unterhalten. Da waren Menschen dabei, die haben schulmedizinisch sich ausgebildet, haben mit der Zeit diesen Weg verlassen oder sie haben einen weiteren Weg integriert. Heute muss ich appellieren und muss sagen, jedem Schulmediziner, wenn du die Natur vergisst, wenn du denkst, dass das, was im Computer steht und was man dir heute vorgibt, weil du nicht mehr selbst ermitteln kannst, welche Krankheit der Patient überhaupt hat, da wir Krankheiten geschaffen haben durch wahllosen Umgang mit Chemie und wenig Rücksicht auf die Natur. Was glauben Sie, was die ganzen Fabrikschloten der vielen Fabriken, die mit irgendwelchen chemischen Substanzen arbeiten, jeden Tag in die Luft pusten? Und dann brauchen wir nicht einer Klimalüge hinterherzurennen und meinen, wenn wir dann, wenn Wert XY erreicht haben, auf der Autobahn 80 fahren, dann wird sich was verändern. Das ist Makulatur, meine Damen und Herren, das ist Augenwischerei. Wir verändern was in unserem täglichen Leben. Erstens, wenn wir natürliche Nahrung essen und nicht in Plastik verpackt. Warum nicht? Schauen wir einmal zum Grundthema, meine Damen und Herren. Zum Beispiel, was unsere Weltgesundheitsorganisation sagt. Ich habe diesen Artikel, ich halte ihn mal etwas hoch, habe ich aus der Zeitschrift Raum und Zeit Nummer 175 2012, eine dieser Zeitschriften, die ich immer wieder Ihnen empfehle, um auch das zu lesen. Was musste ich da lesen? WHO bald in privater Hand. Reform soll den Einfluss pharmazeutischer Unternehmen stärken. Weltgesundheitsorganisation hat eigentlich die Aufgabe, dafür zu schauen, dass die Welt gesund bleibt. Im Mai 2011 wurde auf der 64. Weltgesundheitsversammlung in Genf eine breite angelegte Reform angekündigt. Falls diese wie geplant durchgeführt wird, bekommen private Finanziers und die Wirtschaft im Allgemeinen viel stärkeren Einfluss auf die WHO. Die Erklärung von Bern EVB, Teil einer NGO-Koalition, kritisierte diese Entwicklung und warnte den WHO-Aufsichtsrat vor Interessenskonflikten
und den Verlust der Unabhängigkeit bei Entscheidungsprozessen. Da inhaltliche Details und die Umsetzung der Reform erst im Laufe der nächsten Monate präzisiert werden, kann die Kritik der EVB durchaus Wirkung haben. Das WHO-Budget besteht zum einen aus Beiträgen der Mitgliedstaaten, die allerdings nur 20% ausmachen und im Jahr 2011 noch abgenommen haben. Eine immer stärkere Rolle spielen zum anderen schon jetzt freiwillige Mitgliedsbeiträge, Stiftungsgelder und private Zahlungen, vor allen Dingen von Pharmaunternehmen. Diese würden durch die Reform noch mehr an Einfluss gewinnen. Die EVB äußerte auch Bedenken hinsichtlich der immer einflussreicheren Melina und Bill Gates Stiftung in der kürzlich gestarteten Impfkampagne Jahrzehnt der Impfung, eine Goldquelle für die Pharmaindustrie. Wenn Sie sich da mehr informieren wollen, www.evb.ch, schauen Sie sich diese Seite einmal an. Dort gibt es zu dem Thema interessante Informationen. Und meine Damen und Herren, ich bin nicht begeistert darüber, wenn ich das immer lese, denn ich muss Ihnen sagen, eigentlich haben diese Organisationen eine ganz, ganz andere, Aufgabe, als sich mit Interessenskollisionen oder mit Interessen von Industrieunternehmen zu beschäftigen. Sie haben gesehen, die Staaten dieser Welt zahlen mal in dieser Organisation gerade 20% ihrer Kosten. Da bleibt natürlich die Tür auf, um wieder den Lobbyisten da alle Möglichkeiten einzuräumen. Wir haben von gesunder Ernährung gesprochen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ein anderer Artikel. Schauen Sie selbst. Ja. Ah, Dankeschön. In diesem Artikel, meine Damen und Herren, geht es darum, was ich vorhin gesagt habe, immer das, was wir immer mehr verpacken. Bisphenol A isst man mit. Dieser Stoff kam vor Jahren schon mal ganz stark ins Gerede. Warum, meine Damen und Herren? Weil er hochgiftig ist und man fand ihn in den Schnullern unserer Kleinkinder. Ich weiß zwar nicht, was diese Dinge da drin zu suchen haben, aber wahrscheinlich ist er wieder billiger als irgendetwas anderes und wird dafür verwendet. Ich erkläre Ihnen mal, um was es hier geht. Bisphenol A isst man mit, hohe Konzentration in Konservendosen. Die Innenbeschichtung von Konservendosen erhält oft gesundheitsschädliches Bisphenol A. Der in San Francisco ansässige Braecast Cancer Found hat 12 Magenkonservendosen wie zum Beispiel Campbell untersucht und in allen eine besorgniserregende hohe Konzentration Bisphenol A, BPA in Klammern, in der Innenbeschichtung festgestellt. BPA wirkt wie ein Hormon, das heißt bereits sehr geringe Mengen wirken schädlich. Es kann die DNA verändern, bei Männern die Samenkonzentration bis zur Unfruchtbarkeit vermindern und überdies bei Frauen Eierstockzellen abtöten. Außerdem sehen Studien einen Zusammenhang mit Symptomen wie fehlender Libido, Fettleibigkeit und Diabetes. Die gefundenen Konzentrationen reichen von 10 ppH Teile pro Milliarde bis 148 ppb. In früheren Untersuchungen, ausgeführt von der amerikanischen Behörde für Lebensmittelüberwachung FDA, wurden sogar Konzentrationen in Konservendosen von bis zu 700 ppb nachgewiesen. Auch in Plastikverpackungen. Erinnern Sie sich, wenn Sie durch die Supermärkte gehen, was ist heute nicht in Plastik verpackt und wer, wie gesagt, schaut, welche Stoffe in all diesen Dingen vorhanden sind. Und dann warne ich immer Grenzwerte als das Nonplusultra anzusehen, weil da liegt wieder das große Problem, gelten die für die Gesundheit des Menschen oder gelten die für die Industrie, um deren Produktionen preiswert und einfach zu machen. Wird es zusammen mit Nahrungsmitteln aufgenommen, wie bei den Konservendosen es ja der Fall ist, akkumuliert es der Körper sogar in verstärktem Maße. Das bedeutet, er tut es noch mehr aufnehmen und er speichert es wie ein Akku, deswegen akkumulieren. Wenn es durch die Nahrungsmittel aufgenommen wird, wird es über den Verdauungsprozess angeregt. Diese Erkenntnis sollte schleunigst zu einer Revision der Risikobewertung von BPA durch das Bundesinstitut für Risikobewertung führen. Auch da
können Sie nachlesen unter www.sciencenews.org oder Sie informieren sich bei Wikipedia, was das für ein Stoff ist. Gehen wir zu einer anderen Thematik, meine Damen und Herren. Wir hatten vorher auch von dem Thema der Schwingungen gesprochen. Wir hatten davon gesprochen, dass der Mensch sich nicht allein ernährt durch Materie. Nein, es gibt auch noch viele andere Dinge. Wenn wir heute Fleisch essen, dann wäre die Voraussetzung das, was Sie hier neben mir sehen, friedvolles Essen. Denn es geht hier nicht darum, dass wir kein Fleisch essen sollen, meine Damen und Herren. Nein, es geht darum, welches Fleisch essen wir. Wenn ich mir das anschaue, warum vegane Ernährung allen hilft, dann ist das immer so ein Punkt, mit dem ich selbst hadere. Ich habe mich auch da mit vielen Fachleuten unterhalten und habe immer mal so gesagt, ich möchte den Menschen nicht einfach immer sagen, du sollst das nicht essen oder das essen, sondern der Mensch soll selbst entscheiden, was er isst. Und er soll seinem Gewissen und seinem Körper nachkommen. Spüre dich, fühle dich. Das sind die neuen ausschlaggebenden Dinge für ein neues Zeitalter. Und wenn wir mit uns im Einklang sind und uns spüren, dann, wie gesagt, geht es Ihnen vielleicht, wie es mir vor kurzem ging. Ich habe irgendwo, ich möchte nicht sagen wo, seit langem, langem, langem mal wieder, ich esse gar kein Schweinefleisch, weil die Schweine mittlerweile das sind, was am meisten durch Hormone und durch Überzüchtung und durch unnatürliche Haltung und sogar manchmal am Rande des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gehalten werden. Und dann, meine Damen und Herren, hatte ich da kein besonders tolles Erlebnis. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich nicht geachtet habe, und Achtsamkeit ist eine der neuen Herausforderungen an den Menschen. Wenn der Mensch achtsam ist, passiert ihm vieles nicht, aber über dieses Erlebnis und die ganze Thematik mit diesem Fleisch und was es damit auf sich hat, da reden wir gleich noch einmal drüber, denn wir haben noch wenige Sekunden, bis wir in die Werbepause gehen. Ich werde im Ansatz Ihnen dann noch einmal die Dinge schildern, die mit Fleischkonsum zusammenhängen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, den Finger zu heben, es geht darum, zu sensibilisieren. Auch ich, wie gesagt, verzichte nicht darauf, aber ich esse immer weniger. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbepause. Ich bedanke mich und bis gleich. Hallo meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei timetodo.ch am Montag mit unserem Thema Körper, Geist und Seele. Heute allgemein, was bedeutet gesunde Ernährung? Auch auf diese Sendung wird es Fortsetzungen geben, wo wir das immer mehr definieren und Ihnen vor allen Dingen praktisch sagen, was gut wäre zu essen, aber es muss Ihre Entscheidung sein. Denn wenn Sie heute ins Internet gehen, dann finden Sie Hunderte von Büchern. Ich glaube, es gibt Tausende von Ernährungsberatern. Und ich muss immer sagen, letztendlich gibt es auf der einen Seite, die schreien vegan ernähren, die andere schreien vegetarisch ernähren, die dritte schreien Rohkost, die vierte schreien ausgewogene Kost, die vierte, und es gibt sogar eine nur Fleischdiät. Also man ist verwirrt. Wie kann denn der Mensch, wie kann denn der Bürger einfach eine Regel haben, wo er sagt, das ist für mich in Ordnung und das nicht? Und da liegt eigentlich in dem Satz schon letztendlich das Ergebnis. Was wäre gut für uns, wenn wir uns heranspüren würden? Also früher, glaube ich, als ich noch körperlich viel aktiver war, während den jungen Jahren, war ich auch sehr aktiv im Sport, bei der Armee sowieso. Und da, meine Damen und Herren, habe ich glaube, spätestens alle 2 Tage Lust auf ein Stück Fleisch gehabt. Heute muss ich sagen, habe ich das noch einmal die Woche. Heute zum Beispiel habe ich einen wundervollen Kartoffelgratin gegessen mit einem Salat dazu. Das war ein hervorragendes Essen. Es füllt nicht so sehr. Und ich merke immer, da ich so ein bisschen ein Verfechter der sogenannten Trennkost bin, wenn ich nicht alles zusammen esse, also Eiweiße und Fette und Kohlenhydrate und auch noch Rohkost, das haut mich immer etwas in den Sessel. Nein, versuchen Sie es damit, gerade auch wenn Sie auf Ihre Linie achten. Und ich habe mir angewöhnt, vor dem Essen ein Glas Wasser zu trinken und auch nach dem Essen. Warum?
Wir haben doch gelernt, transportieren. Die Nährstoffe, die über die Verdauung ins Blut kommen, müssen auch transportiert werden. Und wie gesagt, ihre Zellen schwimmen in einem Meer von Wasser. Nur wenn da keins ist, dann schwimmen die nicht in einem Meer von Wasser, dann liegen die auf dem Wüstenplanet, der sich dann in ihrem Körper befindet. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Thema friedvolles Essen. Es geht da um die Thematik, wo man heute am meisten missachtet. Wir schauen immer weg. Wir sind zu einer Gesellschaft der Wegschauer geworden und Hauptsache mir geht's gut, dann machen wir so und gucken nur dahin. Die bösen Dinge wollen wir gar nicht sehen. Ich höre auch immer wieder aus den Kreisen, die man heute mit Esoterik bezeichnet, ja, wir beschäftigen uns nur mit dem Guten. Dann sage ich, ja, hervorragend, dann hat das Böse ja genug Zeit, seinen Weg weiterzugehen. Und es gibt diesen alten Satz, das Böse braucht nur eins, gute Menschen, die nichts tun. Und das ist auch im Grundsatz die große Problematik. Lesen wir einmal, was hier steht. Mit dem Konsum von tierischem Eiweiß richten wir nicht nur Millionen Hungernder auf dieser Welt und Milliarden Tiere, sondern auch uns selbst zugrunde. Die Fakten sind hart und liegen auf dem Tisch. Milchprodukte verhindern nicht nur etwa Osteoporose, sondern fördern sie, im Gegenteil. In Ländern wie Japan mit geringem Milchkonsum ist sie praktisch unbekannt, wie auch Typ-1-Diabetes, wo dadurch noch mehr Milchprodukte als hierzulande verzehrt werden, wie in Finnland, sind beide Krankheitsbilder zu wahren Volksseuchen geworden. Eine Studie aus den USA ergab, dass dort vegan lebende buddhistische Nonnen keinerlei Anzeichen von Osteoporose aufwiesen, während gleichaltrige amerikanische Frauen bei US-typischer Tier-Eiweißmast damit erheblich belastet waren. Milchprodukte erhalten zwar Kalzium, entziehen dem Organismus aber mehr, als sie geben. Das alte Lied, glauben Sie nicht, dass das, was heute noch im Supermarkt in den Tüten verkauft wird, Milch ist, meine Damen und Herren. Milch finden Sie heute vielleicht noch beim Bauern und dann sollten Sie sich genau überlegen, bei welchem Bauern Sie Ihre Milch kaufen, weil einer, der seine Kühe hält, als wäre er ein Massenabfertigungsbetrieb in Stahlgitterkäfigen, manchmal sogar auf Gitterrosten stehend. Da ist die Kuh nicht glücklich. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidendsten Punkt. Es geht natürlich auch um die Schwingung. Aber lesen wir einmal weiter. Noch viel schlimmer wird die Situation im Hinblick auf die Risiken für Brust- und Prostatakrebs durch Fleischessen und Milchtrinken. Das Fleischgenuss die Lebenserwartung verkürzt und die Krebsrate erhöht, bewies Professor Leitzmann aus Gießen schon vor vielen Jahren. Aber auch die anderen Quellen von Tierprotein kommen nicht besser weg. Männer, die 2,5 Eier pro Woche essen, erhöhen im Vergleich zu denen, die es nur auf ein Ei in 2 Wochen bringen, ihre Prostatakrebsrisiko um über 80%. Fische sind in der Zeit nach Fukushima mit besonderer Vorsicht zu betrachten, da sie am Ende der Nahrungskette besonders strahlungs- und giftbelastet sind. Über 80% der mit Nahrung aufgenommenen Gifte stammt aus Tierprotein. Nur noch eine zusätzliche Informationen dazu. Vielleicht begreifen Sie jetzt, wie wichtig das Thema Säure-Base-Haushalt, wie wichtig das Thema Entsäuern und Entgiften Ihres Körpers ist. Wenn Sie das auf der Seite liegen lassen, dann kommt als nächstes Krankheitsbild noch eine Fehlüber- oder Unterfunktion Ihrer Leber hinzu, weil die muss das ganze Gift im Körper abbauen. Die gute Nachricht ist, wer sich von tierischem Eiweiß löst, hat gute Chancen, sogar schon verschlossene Gefäße wieder zu regenerieren. Wie der renommierte US-Arzt Colwyn Esselstyn mittels Röntgenaufnahmen belegte. Wir können vieles umkehren und wieder gut machen, wenn wir auf dem Ernährungsweg die Kurve kriegen und unser Leben in gesunde Bahnen lenken. Es muss überraschend und sogar erschreckend wirken, sich nach Jahrzehnten konträrer Propaganda der Milch-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie mit solch harten Fakten konfrontiert zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt können wir das hin und her bewegen, wie wir wollen. Ich weiß es nicht, ob früher Fleisch gesünder war. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt gesund war, Fleisch zu essen. Die Frage ist immer, auf der einen Seite wird gesagt, der Mensch ist gekocht, die Tiere essen roh, das ist aus dem Hintergrund des Ayurvedischen, dort wird sehr viel gekocht. Auf der anderen Seite habe ich Bücher gelesen zum Thema Rohkost, wo erstaunliche
Leistungen wieder zutage traten im Mensch, erstaunliche Funktionen, wo sich Menschen, die Jahrzehnte vorher sich ganz normal ernährt hatten und einen Abbauprozessweg durchgemacht haben, plötzlich ihr Leben umgestellt haben auf Rohkost und siehe da, genau das Gegenteil passierte, der Mensch blühte auf. Ein anderes Beispiel heißt, bevor der Mensch das Feuer fand, hat er überhaupt nie können warm essen. Das heißt, davor haben wir uns ausschließlich von Rohkost ernährt und auch nachdem wir das Feuer entdeckt haben, haben wir es lange Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, zum Wärmen benutzt, um uns vor der Kälte zu schützen. Das Thema des Bratens war eher ein zufälliges Entdecken und wie gesagt, nach wie vor hat man da nur Fleisch zubereitet. Alles, was wir heute als Gemüse und Obst in dem Bereich erwärmen, das kannte man lange Jahre nicht. Das kam erst, wie gesagt, viel, viel später. Also, und wenn wir da hinschauen, dann muss ich sagen, so viele Krankheiten, wie wir heute haben, hatten wir noch nie. Jetzt überlegen Sie sich, wo das herkommt. Wenn wir an die Beschichtung von Konservendosen denken, es gibt auch noch ein anderes Thema, wo ich immer wieder darauf hinweise, auf das Erhitzen mit der Mikrowelle. Das killt Ihr Essen, das killt jegliche Inhaltsstoffe und das verändert alles zum Negativen. Aber auch da können wir gleich noch einmal drüber nachdenken. Wir schauen nochmal da in diesem ganzen Thema. Es geht noch um einen ganz anderen Bereich. Wir hatten vorher vom Thema der Schwingung gesprochen. Wir hatten vom Thema gesprochen, was wir auf der Materie-Seite haben und was wir auf der feinstofflichen Ebene haben. Die Materie-Seite, die sind wir jetzt angegangen. Fleischprodukte und körperliche Reaktionen. Wie gesagt, in Ländern wie Japan, wo man so gut wie keine Milch trinkt, auch in China sind Käse und Milch weitgehend unbekannt. Dort, meine Damen und Herren, wird das heute nur hergestellt, weil die Kinder nicht mehr ernährt werden können und dann werden sie von sogenannten Milchpulvern ernährt, meine Damen und Herren. Und diese Milchpulver, da haben wir auch einen Riesenskandal schon gehabt, die gepanscht werden und vermischt. Also überall steht der Profit im Vordergrund und nicht die Ernährung. Ich lese Ihnen mal noch etwas anderes vor, was auch sehr interessant ist. Seelische Folgen. Bei all dem bleibt natürlich auch die seelische Beteiligung wichtig, die ich über 3 Jahrzehnte in Büchern wie Krankheit als Symbol dargestellt habe. Aus meiner Sicht, und hier ist gemeint Dr. Rüdiger Dahlke, aus meiner Sicht noch wichtiger, noch die wichtigere Seite der Medaille, der Körper, aber die andere. Die Seele spielt auch bei der Ernährung stark mit hinein, denn sie reagiert empfindlich auf all die Stress- und Angsthormone, die wir von Schlachttieren aufnehmen. Vor 30 Jahren, zur Zeit meines Medizinexamens, gab es noch gar keine Panikattacken. Heute beherrschen sie die Praxen. Was hat sich verändert? Auf der seelischen Seite ist das Leben noch enger, da der Druck größer geworden. Auf der körperlichen Seite aber hat sich die Schlachtpraxis von den Bauernhöfen und kleinen Metzgereien in Großschlachthöfe verschoben, wo die Tiere zuschauen müssen, wie Artgenossen vor ihnen grausam sterben. So essen wir geradezu Angst, denn die Stresshormone gehen natürlich aus dem Blut der gestressten Tiere in deren Fleisch und damit auch in das der Esser über. Aus meiner Sicht ist nicht nur der Stress der Schlachtung, sondern auch die mehrheitliche, unglaublich grausame Aufzucht, der Transport und so weiter. Diese Praktiken belasten nach meinem Gefühl die Produkte. Die Puten sind durch Züchtung zu Chimären geworden, die wegen der Schwere ihrer Brust vornüberfallen, die Millionen bei der Legehennenzucht übrig bleibenden männlichen Küken werden der Einfachheit halber lebendigen großen Häckslern zu Tode gehäckselt. Kälber werden ihr kurzes Leben über künstlich blutarm gehalten, damit das Fleisch schön weiß bzw. anämisch bleibt. Verzweifelt versuchen sie an jedem Metallgitter zu lecken, moderne Züchter, kann man solche Tierquälerei noch Bauern nennen, haben diese mit Isolierband umwickelt, damit die Tiere nicht an das so bitter notwendige Eisen kommen. Die 60 Millionen in Deutschland jährlich geschlachteten Schweine werden von der
werden von zu Gebärmaschinen herabgewürdigten Muttersauen in seit Jahrhunderten wegen ihrer Grausamkeit umstrittenen Kastenständen geboren, um anschließend ein kurzes, grausames Martyrium zu durchleiden. Schweine sind, man höre und staune, äußerst reinliche Tiere, die freiwillig sich nie in Kot legen würden. Ihr Sensorium ist feiner als das von Menschen, weswegen Trüffelschweine diese kostbaren Pilze sogar noch unter der Erde wahrnehmen können. Schweine sind obendrein sehr intelligent und stehen diesbezüglich Hunden in nichts nach. Sie sind gesellig und organisieren sich rasch und arbeiten gut zusammen. Näher betrachtet sind die Produktionsbedingungen moderner Schweinezucht ganz schrecklich. Johann Föhr beschreibt in seinem schrecklich ehrlichen Buch »Tiere essen«, wie wir vielfach die 5 Monate ihrer beklagenswerten Existenz verbringen. In Engel-Einzelkäfigen eingesperrt, sodass sie sich nicht bewegen können, damit sie ja kein Gewicht verlieren, werden obendrein 10 Käfige hoch übereinander gestapelt. Auf diese Weise stehen 90% dieser eigentlich reinlichen Tiere ständig in einem Regen von Kot. Und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, wenn man das natürlich liest, und ich will Ihnen hier nicht den Appetit verderben, denn, wie gesagt am Anfang, auch ich esse gerne mal ein Kalbsplätzli oder ich esse gerne ein Züricher Geschnetzeltes. Es ist vom Geschmack her einfach eine Gewohnheitsgeschichte. Auch ich hätte es schwer, ganz auf Fleisch zu verzichten. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist mittlerweile die Metzger zu fragen, a, woher das Fleisch kommt und b, mir auch die Freiheit zu nennen, zu fragen, wie schlachten Sie? Schlachten Sie in einem Raum jedes Tier einzeln oder sind mehrere Tiere im Raum? Von welchem Bauern haben Sie denn Ihr Vieh? Und dann einfach mal mit dem Auto dorthin zu fahren und auf dem Bauernhof zu schauen, wie denn der Bauer mit dem Vieh umgeht. Und da habe ich die dollsten Dinge erlebt, also von sogenannten Großbauern, die, wie gesagt, wo heute der Bauernhof kein Bauernhof mehr ist, sondern ein Industriebetrieb. Und ich habe es selbst kennengelernt, ich wohne selbst sehr ländlich, ich habe diese Ruhe gewählt, weil einfach diese ganze Hektik um mich herum in einer Stadt für mich nicht mehr das Richtige ist. Und siehe da, da kann ich einen Bauern beobachten, wie er mit seinem Vieh umgeht und ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert darüber. Er spricht mit seinen Kühen und wenn er auf die Wiese kommt und diese Geräusche macht, die er den Kühen antrainiert hat oder an die sich die Kühe gewöhnt haben, dann kommen sie auf ihn zu und er kann sie führen ohne Stress, ohne Knüppel. Und da war ich begeistert, wenn sie von dieser Kuh und ein anderer weiser Mann sagte mir einmal, die Tiere wissen, dass sie unsere Nahrung sind und deswegen haben sie vollen Respekt verdient. Und aus diesem Grund, meine Damen und Herren, möchte ich auch hier kein Urteil fällen. Ich möchte nicht sagen, essen Sie dies oder essen Sie das nicht. Das eine möchte ich Ihnen nahelegen. Aber wie gesagt, Sie sind die, die entscheiden. Essen Sie kein Fleisch, was aus Großbetrieben kommt. Sie haben eben gehört, dass auch Tiere diese Stressthematiken und Angstthematiken in ihr Fleisch aufnehmen. Und das ist genau das, was in das Fleisch übergeht. Und wenn Sie das essen, geht es auf Ihren Körper hin. Das nennt man Informationen und das nennt man auch heute einen neuen Teil. Vielleicht schon einmal etwas von Quanten- oder Informationsmedizin gehört. Wenn Sie sich diese Begrifflichkeiten durch den Kopf gehen lassen, dann, meine Damen und Herren, muss ein Schluss ganz eindeutig sein. Man kann das nicht von der Hand weisen. Bringen wir aber diesen Tieren Respekt entgegen, bringen wir diesen Tieren Achtung und Liebe entgegen, weil sie sind ein Teil des ganzen Systems und sie wissen, alles auf dieser Welt hängt zusammen. Wir können nicht hingehen und können einfach sagen, nein, wir haben das größte Recht und aus der Aussage, macht dir die Erde untertan, können wir tun und lassen, was wir wollen. Vielleicht hieß das gar nicht untertan, vielleicht heißt das im Begriff das Gleiche, was früher ein guter König tat. Und zwar, er sorgte für seine Untertanen. Das heißt, er hat immer geschaut, dass es den Menschen gut geht. Nur wenn es dem Volk gut ging, ging es dem König gut. Denn wenn die Bauern reichhaltige Ernte hatten, konnten sie genügend abgeben. Und so war es vielleicht auch in diesem biblischen Satz gemeint, dass wir eine Verpflichtung haben, auf alle unsere Ressourcen, auf die Natur, auf Pflanzen, auf Tiere zu achten. Aber wir tun es nicht.
Es wird zurückschlagen in einem Zeit, in einem Leben der Dualität. Da ist es so, wie du in den Wald hineinschreist, so schallt es heraus. Gehen wir so niederträchtig mit unseren Lebewesen um. Wir haben das eben in der kurzen Präsentation anteilsweise gesehen. Dann, meine Damen und Herren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn das zurückschlägt und wie Dr. Dahlke hier in diesem Artikel, der übrigens aus auch einer meiner Lieblingszeitungen Raum und Zeit ist, meine Damen und Herren, kaufen Sie sich solche Zeitungen und lesen Sie auch einmal alternative Dinge, dann wird Ihnen vieles viel mehr klar. Und dann gibt es in dem Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke noch eine Headline, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten will. Keiner braucht krebserregende Nahrung, wir brauchen Lebensmittel. Und da ist es genau das, was der Rüdiger Dahlke da beschreibt. Wir sind in einer Problematik gefangen, meine Damen und Herren, dass wir von Massenmedien, dass wir aus von der Industrie veröffentlichten Informationen denken, wir bekommen die Wahrheit berichtet. Nein, meine Damen und Herren, Sie bekommen berichtet das, was Sie dazu verleiten soll, ein guter, ein gläubiger Konsument zu sein. Seien Sie das nicht, werden Sie immer kritischer. Werden Sie kritisch gerade mit Ihren Lebensmitteln und ganz besonders ans Herz legen, möchte ich Ihnen die Lebensmittel, die Sie Ihren Kindern geben, denn was Sie heute in das Kind hineinschöpfen, das bekommen Sie morgen im Verhalten zurück. Wir wissen, dass viele Dinge zusammenhängen und wie gesagt, gerade das Thema, was heute in den ganzen Supermärkten vor der Kasse rechts und links steht. Das sind die großen Verführer. Sie kennen meine Einstellung zu Zucker und Salz, also weißem Zucker und weißem Salz hier speziell. Und wir wissen, dass diese Dinge alle für uns nicht gut sind, aber wir tun es des Profits wegen nach wie vor. Wir schauen uns vielleicht noch eine andere Thematik an. Und zwar gehen wir hier über das Thema der Materie hinaus, meine Damen und Herren. Und wo finden wir uns? Wir finden uns plötzlich im Bereich der sogenannten Schwingungsmedizin. Was bedeutet denn Schwingungsmedizin, meine Damen und Herren? Das bedeutet genau das, was ich vorher im Ansatz sagte. Der feinstoffliche Bereich unseres Lebens, den dürfen wir nicht missachten. Denn, wie gesagt, wenn wir das tun, dann werden wir zwar die Dinge der Materie ausleiten, aber nicht die Informationen. Und glauben Sie mir, die Informationen, schauen Sie sich das an. Der Computer, die Hardware, reagiert nur, wenn er über die Software einen Befehl bekommt. Wenn jedoch die Software nicht vorhanden ist, ist der Computer ein Haufen Blech. Und so ist es mit allen Stoffen in unserem Körper auch. Löschen wir die Informationen, tun wir dieses Thema Informationen uns mehr zu Gemüte führen als alle Diskussionen über die Materie, dann werden wir merken, dass sich plötzlich auch in unserem Kopf etwas bewegt. Denn was soll sich bewegen? Unser Gehirn besteht zu über 90% aus Wasser. Wir kennen den alten Spruch, den ich hier schon oft wiederholt habe, achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, sie werden deine Handlungen, achte auf deine Handlungen, sie werden deine Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu deinem Schicksal. Das ist die Kurzfassung, man schreibt das dem Talmud zu, es gibt andere Aussagen, dass es schon viel früher genannt wurde. Was soll uns das sagen? Dort, wo unsere Gedanken entstehen, in unserem Kopf, dort, meine Damen und Herren, ist es am wichtigsten, dass die gewisse Reinlichkeit besteht. Und auch dort ist das Thema Information und Schwingung eines, was ganz vorne steht. Schauen wir einmal, was da geschrieben wird. Der Mensch ist auch und auch die Tiere und Pflanzen stehen seit Beginn der Evolution in engem Kontakt mit der sie umgebenden elektromagnetischen Schwingungswelt. Nicht nur das Licht, auch das Magnetfeld der Erde, die Schumann-Frequenzen sowie kosmische Einstrahlungen haben einen massiven Einfluss auf das Leben des Planeten. Leider behindern stetig sich vermehrende technisch erzeugte Wellen die Aufnahme der natürlichen Strahlung. Die sogenannte Schwingungsmedizin versucht,
diesen Störfaktor zu kompensieren, wird aber trotz nachweisbarer Therapieerfolge systematisch ignoriert und denunziert. Dieser tolle Artikel, der ebenfalls in der Zeitschrift Raum und Zeit, Ausgabe 175, 2012 erschien, ist von einer sehr, sehr geschätzten Dame geschrieben worden, die auch schon zweimal bei mir im Studio war, und zwar die Diplombiologin Dagmar Neubronner, die ebenfalls in einem Verlag tätig ist, diesen Verlag mitgeleitet hat und selbst mehrere Bücher auch zum Thema Kindererziehung und Ähnliches geschrieben hat. Frau Neubronner hat sich seit Jahren mit dieser Thematik beschäftigt und in diesem Artikel, meine Damen und Herren, wird ganz klar ausgedrückt, dass wir nicht nur die Materie zu beachten haben, nein, sondern auch die Schwingung. Ich will nur ein paar Headlines Ihnen da noch vermitteln. Sehr viele biologische Regelkreise werden anhand langfristiger externer Schwingungssignale gesteuert. Und dann schreibt sie da noch insbesondere aus den USA liegen Studien vor, die den Zusammenhang zwischen Elektrosmog und Krebserkrankungen belegen. Eine andere Thematik möchte ich noch ganz kurz in diesem Bereich dazu bringen. Energiesparlampen ist auch so ein irres Thema. Alle werden in diesen Bereich hineingedrückt, meine Damen und Herren, aber widerstehen Sie solchen Dingen. Widerstehen Sie Dingen, erkundigen Sie sich. Wir haben heute ein tolles Medium, das Internet, in dem wir uns informieren können. Wägen Sie das dafür und dagegen ab. Und vor allen Dingen in Kinderzimmern haben Energiesparlampen nichts zu suchen, denn Kinder sollten möglichst, wie wir Erwachsene, das volle Lichtspektrum genießen. Energiesparlampen beschränken sich da auf einen hohen Blau-Grün-Anteil. Der Gelb-Orange-Anteil ist sehr gering, aber genau der ist das, der die Freude weckt. Menschen, die zu Depressionen oder depressiven Verhalten neigen, sollten sich auch nicht Energiesparlampen aussetzen, denn, wie gesagt, das drückt noch mehr die Stimmung. So gibt es das ganze Schwingungsthema und das ist hier erläutert, meine Damen und Herren, in diesem Hintergrund. Aber wir sollten uns mit etwas anderem beschäftigen. Und zwar, wie gesagt, mit der Natur. Das möchte ich Ihnen noch einblenden, wie unser Verhalten sein könnte. Und es beginnt dort, es beginnt bei ganz alten Erkenntnissen. Ich drehe das mal noch etwas, dass man das besser sieht. Und zwar steht da die Blütenapotheke. Dieser Bericht ist aus dem Heft Visionen 11, 2011. Heilende Essenzen alle aus allen Teilen dieser Welt. Meine Damen und Herren, was hören wir da im Verhältnis zu dem, was wir eben gehört haben? Die Natur hält 80.000 Stoffe bereit, die gut sind für uns und für unseren Körper. Fangen Sie an, sich damit zu beschäftigen. Kaufen Sie sich Literatur, wie die Natur Ihnen helfen kann. In den folgenden Montagssendungen werden wir viele Kräuter, viele natürliche Mittel vorstellen, die Ihnen auf dem Weg in Ihre Gesundheit helfen können. Und wenn wir die Tiere schon nicht mehr essen, meine Damen und Herren, wenn wir darauf verzichten können, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann auch darauf verzichten werde, weil ich merke, ohne dass ich da das Ziel habe, Vegetarier zu werden oder sogar Veganer, dass ich mich immer mehr von dieser Thematik entferne. Schritt für Schritt tritt mein Körper zurück, Schritt für Schritt spüre ich, dass ich einfach kein Fleisch mehr benötige. Ich weiß die Ursache nicht, aber Achtsamkeit ist es vielleicht, dass die Dinge schwingen zwischen mir und allem anderen, denn ich bin ein Teil des Ganzen und verbunden mit dem Ganzen. Also, wenn ich dann achtsam bin, dann kommen die richtigen Informationen zu mir. Und viele werden vielleicht mir jetzt zustimmen, dass, wenn man sich mit dem ganzen Bewusstsein verbindet, meine Damen und Herren, wir auch sehen, dass es manchmal anders ist, als wir denken. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Bild zeigen, bevor wir schon wieder auf das Ende der Sendung zugehen. Vielleicht wäre es in der Zukunft so richtig, mit Tieren umzugehen und sie nicht zu essen. Schauen Sie einmal da.
Das wäre doch eine wunderbare Welt. Schauen Sie sich diese tollen Bilder an. Und die sollten uns doch ein Gefühl geben für unsere Natur und für das Zusammenleben mit den Tieren und mit dem Ganzen, was natürlich geschaffen wurde. Meine Damen und Herren, wir gehen mit großen Schritten wieder auf das Ende der Sendung zu. In der ersten Sendung zum Thema natürlich ernähren und zum Thema Natur wollte ich damit den Einstieg finden. Alles zu beachten, alles zu beurteilen, hören Sie auf Ihr Inneres und seien Sie nicht oberflächlich. Nahrung aufnehmen ist einer der wichtigsten Prozesse. Nahrung aufnehmen bedeutet für uns die Entscheidung zwischen gesund und krank, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und natürliche Nahrung. Je natürlicher Ihre Nahrung und je reiner Ihr Wasser ist, was Sie zu sich nehmen, desto gesünder und glücklicher werden Sie und Ihr Körper sein. Alles, was Stress macht, alles, was um uns herum gegen uns arbeitet, ist nicht gut für uns und davon müssen wir uns distanzieren. Wir werden versuchen, hier Ihnen die tollen Dinge vorzustellen, die für unsere Gesundheit gut sind. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder bei mir waren. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.